bis dahin erstmal. Nicht schlecht. Versuch's mit etwas mehr Ausdruck zu spielen. Ja, schon deutlich besser. Nun stell dir doch mal vor, dass du das vor einem Publikum spielen möchtest. Auch üben muss geübt werden. An dieser Stelle wurde einfach versucht, eine Anweisung umzusetzen, ohne konkret in die Problematik der Umsetzung einzusteigen. Durch reines Wiederholen einer missglückten Stelle mit den vorhandenen Kompetenzen kann oft ein situativ besseres Ergebnis erzielt werden. Allerdings ist dieses Ergebnis ebenso oft nicht ausreichend, um eine nachhaltige Verbesserung zu erzielen. Spontane Fortschritte in der Unterrichtsstunde sind nicht gleichzusetzen mit nachhaltigen, verlässlichen Lernfortschritten, die sich auch außerhalb des Unterrichts abrufen lassen. Deshalb ist es wichtig, dass in den Unterrichtssequenzen ein nachhaltiges Üben vorgelebt wird, damit die Schüler auch das Üben lernen. Sehr gut. Okay, prima. Nun erstmal ein bisschen vielleicht, dass wir einem Rhythmus arbeiten. Achte genau darauf, wann du dort weiterspielst, dass es da eine Viertelpause ist erstmal. Und deswegen spiel bitte nochmal den ersten Teil. Okay. Ja. Hast du gemerkt, diesen Unterschied? Gönn dir da mehr Zeit. Du kannst richtig tief einatmen und dich bereit machen für die nächste Phrase. Okay. Ja? Sollte ich am besten schnippen oder den Rhythmus? Während du spielst? Ja. Nee, das würde ich nicht machen. Hab's eher im Gefühl, dass du die Musik fühlst und weißt, wann es weitergeht. Okay. Möchtest du es nochmal machen? Ja, gerne. Okay, ich kann ja mal für dich schnipsen, dass du ein sichereres Gefühl bekommst. Okay, gleich die Stelle mit den Triolen oder? Lass uns nochmal den ersten Teil von Anfang machen. Hier schafft die Lehrkraft durch didaktische Reduktion die Fokussierung auf den zu verbessernden musikalischen Parameter und macht ihn dadurch zum Lerngegenstand. Dieses gemeinsame Üben soll als Werkzeug in den persönlichen Werkzeugkasten aufgenommen werden. Das gemeinsame Üben soll die Schüler dafür sensibilisieren, das eigene Spielen zu analysieren und aufgrund dessen die passenden erlernten Werkzeuge zielorientiert einzusetzen. Alte, unerwünschte Routinen, die beim Üben schon lange ablaufen, müssen erst hinterfragt und erkannt und dann eliminiert werden. Die Lehrkraft ist verantwortlich, die Schüler methodisch so zu behandeln, dass die individuellen Bedürfnisse im Unterricht verstanden und befriedigt werden. Die gemeinsame Etablierung von persönlichen Lösungsstrategien sollte zentraler Bestandteil des Unterrichts sein. Achten Sie darauf, dass Sie nicht selbst in Routinen verfallen. Experimentieren Sie gemeinsam mit Ihren Schülerinnen und Schülern und finden Sie kreative und motivierende Lösungsansätze. Denn es gibt so viele Methoden, wie es Schülerinnen und Schüler gibt. Das heißt also, ich darf hier ruhig ein gesundes Piano spielen. Ja, genau, ganz genau. Ja, richtig. Du wirst ja hier auch schon etwas leiser und dann setzt du ja neu an. Du atmest ein und lass den Atem auch in die lange Note fließen. Okay, dass ich dann auch den Höhepunkt vorbereite. Ganz genau, sehr gut. Mit den Triolen, das sind schnellere Notenwerte, da wirst du automatisch höher und etwas lauter. Und dann den Höhepunkt hier setzen, dann wirklich, wo ist das Crescendo am offensten ist. So. Ja, genau, bei der höchsten Note auch. Ja. Und dann wirst du wieder ganz natürlich leiser und gehst wieder ins Bett. Also man kann die Dynamik als solistische Dynamik verstehen. Richtig. Ein bisschen schön gesund und nicht zurückhaltend. Ganz genau. Ja, okay. Und stell dir immer im Kopf vor, dass du singen würdest oder dass neben dir jemand steht, der singt und dass es nicht eine Dynamik ist wie im Orchester zum Beispiel. Ein schönes Bild. Ja.